Zazarab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Diese Maschine kennt ihr wahrscheinlich von dem anderen Video, was ich gemacht habe, wo ich den Kondensator eine neue Position gegeben habe. Jetzt haben wir natürlich ein anderes Problem mit dieser Maschine. Das werden vielleicht auch einige von euch haben. So, wenn wir diese Maschine anmachen, klackert da was. Ich habe das Geräusch irgendwie erstmal nicht lokalisieren können, bis ich das Ganze rausgefunden habe. Hat eine Weile natürlich gedauert. Wir werden uns das Geräusch jetzt mal anhören. Ich hoffe, bei euch ist nicht dasselbe Problem, denn ich habe jetzt wirklich bestimmt 5 Stunden gebraucht, um diesen Fehler rauszukriegen. Ich werde jetzt das Ganze mal laufen lassen und mit der Hoffnung, dass man das im Video hören kann. Man kann hören, dass da irgendwas hin und her fliegt. Irgendwas, das hört sich an. Erst habe ich gedacht, irgendein Kabel würde noch an der Trommel irgendwie gegenkommen, anfassen, sonst irgendetwas schleifen. Dachte ich mir, okay, alles komplett auseinandergebaut, alle Kabel nochmal neu gesetzt, mit Kabelbinder verbunden, dass da nichts an die Trommel drankommt. Habe ich zusammengebaut, mach das Ganze an und musste feststellen, dass das Geräusch immer noch vorhanden ist. Dachte ich mir, okay, dann kann das nur noch sein, dass sich irgendwas in der Trommel drinnen befindet. So, da hören wir das Geräusch. Sobald wir die Trommel drehen, da haben wir es. Irgendwas bewegt sich hier drin. Dachte ich, die Trommel ist ja komplett leer, kann nichts drin sein. Dann habe ich die Rückwand einmal ausgebaut, denn hier befindet sich ein Hohlraum. Zwischen den Dings, da befindet sich ja die Dichtung einmal drin. Dachte ich, okay, vielleicht ist irgendwas beim Zusammenbauen hier reingekommen. Nochmal komplett kontrolliert. Das Ding ist furztrocken leer. Da ist nichts drin. Kann nicht sein. Nachdem ich das Ding weiterhin gedreht habe und versucht, den Fehler zu lokalisieren, ist auf einmal weg. So. Jetzt haben wir es schon wieder. Das bedeutet, das Ding kann sich nur noch in eins von diesen Hohlräumen befinden. Deswegen werde ich jetzt diese Teile einmal aufschrauben und gucken, was sich da drinnen befindet. So, da haben wir es schon wieder. So, entweder in dem oder in den oberen muss sich das Ganze befinden. Wir schauen uns das mal an. Wir können das von hier oben abschrauben. Und müssen mal schauen, in welchen sich das Ganze hier befindet. So, irgendwas habe ich da gehört. Wir fangen mal an, das Ganze hier mal aufzuschrauben und gucken, ob wir da was finden. So, wir haben den Übeltäter gefunden. Hier befinden sich ein paar Flusebällchen und dann hier ein Stück Plastik, was ich mir nicht vorstellen kann, woher das Ganze kommt. Wir holen das mal raus. Da haben wir den kleinen Übeltäter. Das Ding hat alles geklackert. Und ich habe wirklich Stunden gebraucht, um rauszufinden, wo das herkommt. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es irgendwie ein Stück, was dazugehört. Aber das kann nicht sein. Und das Teil hat die ganze Zeit Geräusche gemacht. Das hat mich wahnsinnig gemacht, bis ich jetzt rausgefunden habe, dass das Teil, habe ich die Maschine schon zweimal auseinander zusammengebaut und konnte immer noch nicht feststellen. Dafür ist jetzt aber alles richtig verkabelt, picobello. Und so einfach ist dieser kleine Fehler, wo einen wirklich wahnsinnig macht. Falls du weißt, was das ist, schreib mir doch mal in die Kommentare. Ich sag mal, ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.